Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hau den Geist. Ja, wir haben mal eben, der kurze Break hat eben nicht viel ergeben. Also, ne, für euch. Wir sind ratloser als zuvor. Richtig, keine Ahnung, woran es kommt. Oh, wir hatten doch einen natürlichen Eingang, der war allerdings zugewachsen, sehe ich gerade. Hallo Creeper. Oh Mann, hier sind so viele Geister, ruft doch mal einer die Geisterjäger. So, da hinten bist du. Ja. Ghostbusters. Ja, und da, wo wir eben ja waren, philosophisch redender Natur, wie gesagt, Battlefield, hochinteressant eigentlich. Ein paar Sachen, wo man sich wirklich bemängeln könnte. Also, was ich auch schon hatte, so ein paar mysteriöse Abstürze. Bedenke, das Spiel ist gerade erst rausgekommen. Richtig, deswegen habe ich mich da eigentlich kaum drüber beschwert. Ah, aber wenn man da mal so Frage, jetzt mal direkt eine Frage, die ich dir direkt mal stellen kann, weil ich habe es mir noch nicht angeguckt. Sind sie diesmal wieder klüger geworden? Was heißt diesmal? Bedenke, ich kenne die Vorgänger nicht. Startest du BF4 ja, aus dem Browser? Ja, alles über den Browser. Also war es beim Vorgänger auch schon. Vielen Dank. Das ist etwas, wo ich mich okay, überaufrege. Gut. Das, und wo ich auch annehme, dass da so manch ein Absturz herkommt. Ja, es ist ja, ich meine, schön und gut, da dann irgendwie großartig eine Unterstützung, so eine einfache, eine relativ einfache Umsetzung für eine Online-Verbindung herzustellen, indem man das ehrlich, Ding einfach von einfach vornherein über den Browser laufen lässt. Aber ganz ehrlich, aua. Arsch. Runter da. Kommst du wieder unter Geist? Ganz ehrlich, das ist so ein bisschen, nee. Ja, das ist auch etwas, also wo ich das Spiel angemacht habe, ich habe mich erst richtig gewundert, denke, verdammt nochmal, warum geht der Browser auf, wenn ich das Spiel starten will? Ja. War für mich absolut ungewohnt und ich muss sagen, da hat EA doch schon deutlich schönere Lösungen gehabt, Beispiel Crysis 3, also das lässt sich wunderbar aus dem Spiel raus starten und verwalten und alles. Ja, vor allem, wie gesagt, du hast halt, wie gesagt, noch eine richtige Spieloberfläche, mit der, in der du arbeitest, ein richtiges Spielemenü. Also ein eigenes Setup und nichts, was dann rein browserbasiert ist, was vor allen Dingen selbst dann der Singleplayer nur dann gespielt werden kann, wenn du eine Wenn die Server hast. Laufen, richtig. Richtig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist irgendwie so ein bisschen an einem Singleplayer dran vorbei entwickelt. Aus Auf meiner Sicht. Auf jeden Fall. Also das ist auch etwas, was ich bemängeln würde, dieses halt, dass es über einen Browser läuft. Ja. Finde ich nicht vernünftig und auch dumm. Ganz ehrlich, da bin ich auch ganz offen ehrlich. Da habe ich auch schon, glaube ich, in den Aufnahmen so leicht ein bisschen drüber mokiert. Wie gesagt, groben macht Spaß, ein paar Abstürze. Ja, mein Gott. Ja, alle stürzen also, mal ab und vor allem ist es frisch rausgekommen. Dass halt schon so viele Cheater und Hex-Nutzer unterwegs sind, ist natürlich sehr unschön. Allerdings, allerdings. Aber das ist irgendwie ein dass der Punkbuster das nicht hinkriegt, mal rechts da wirklich vernünftig gegen vorzugehen, verstehe ich auch nicht. Ja, zumal es eigentlich mal sehr gut war. Also, der war wirklich mal. Also, sehr gut. Also da braucht's es gab ja Zeiten, da braucht's ja nur aus Gründen, weil dein Rechner es halt nicht hingekriegt hat, weil du halt noch nicht die passende Engine hattest und du hast mal in der Config kurz was umgeschrieben, damit er halt trotzdem flüssig spielen kannst. Oh ja. Kam gleich, Config Back verändert, master. Vergiss es, du kommst nicht rein. Richtig. Wegen richtig. Cheat, bla bla bla. Und du hast da so gesessen, so, ja, aber mein Rechner kann nicht mehr, ich musste die Config verändern, weil ich sonst nicht spielen kann, flüssig. Ja, wahrscheinlich wegen solchen Fehlern haben sie es mit Sicherheit irgendwann runterentwickelt, also schwächer gemacht und dadurch kommen dann die anderen wieder einfacher rein oder irgendwas. Geht doch. Ja, das ist immer, immer so eine Sache. Ansonsten, es läuft relativ flüssig. Wenn ich nicht gerade aufnehme, könnte ich sogar auf Ultra spielen. Ah. Aufnahme ja, gut, das zieht muss man natürlich ja, deutlich das muss man runter. Natürlich immer mit dabei sehen, dass halt bedingt durch die Aufnahmesoftware immer noch ein bisschen was flöten geht. Ja, so ein bisschen was. Also ich kann es auf Hoch spielen, habe dann Single und Multiplayer zwischen, ja, wenn es mal wirklich gerade schlecht läuft, 30 Frames, aber im Schnitt so 40 bis 50 und das ist in Ordnung. Boah. Mit Aufnahme. Durchaus machbar. Ich meine, man könnte wahrscheinlich mit beiden unseren Systemen da wesentlich noch.
Ich könnte ja schon mehr rausholen, wenn ich auf die Beta-Treiber von meiner Grafikkarte zugreifen würde, die gute 20% rausholen sollen bei Battlefield. Aber da warte ich lieber, bis sie die aus dem Beta-Status weg haben. Ja, ich meine, zugegebenermaßen, Beta-Treiber können durchaus sehr praktisch sein, Ja. auch schon sehr funktionell, aber man. Beim letzten Mal, als ich einen Beta-Treiber draufgespielt habe wegen Far Cry 3, lief hinterher kein Minecraft und Java mehr. Frag mich nicht warum. Oh, ja gut, das ist natürlich Und bitter. lasse ich es dann doch lieber. Ja, so schön. Never touch a running system. Also da warte ich lieber, bis sie den Treiber wirklich regulär geupdatet haben. Und dann bis dahin, meine Güte, die 20% machen den Kohl dann auch nicht mehr so fett. Naja, 20% sind 20%, sind 20% sind eine Menge. Also. Ja, gut, klar. Wären wahrscheinlich dann in der Aufnahme 4, 5 Frames mehr, wenn es gut läuft. Ja, dann immer so eine Sache. Richtig. Ich meine, wie, ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal wieder aus dem Nähkästchen anfange zu quatschen, ich meine, ich überlege damals, wo wir jetzt hier, wie gesagt, aktive Clanzeit in COD4, mal ganz ehrlich, also wir haben da teilweise uns wegen zwei Frames nochmal die Config vorgenommen. Weil das die zwei Frames waren, die im Zweifelsfall den entscheidenden Vorteil gebracht haben. Da ging es halt nicht, wie gesagt, um das Optische, also unsere War-Config hättest du dir nicht antun dürfen. Da hast du jeden Pixel sich bewegen sehen. So gröselig war die. Aber auf den, damals gab es halt noch keine dynamischen Karten, also halt dieses ganze, diesen Staub und dieses Gegrissel alles nicht. Das heißt, du könntest davon Richtig, ausgehen, richtig. dass jeder Pixel, der auf der Karte sich bewegt hat, definitiv einer war, den du abschießen konntest. Ja, die Methode, die auch manch ein Spieler anscheinend heutzutage noch gerne einsetzt, den Pixeltod. Ja, Ich aber sehe meine Gegner, weil sie sich im Pixel bewegt hat und schieße einfach auf jeden sich bewegenden Pixel. ja, was aber, wie gesagt, gut, okay, man kann das natürlich heute auch immer noch machen, wenn man halt dementsprechend die Grafikeinstellungen runterrödelt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Ja, da macht's keinen Spaß. ich gestehe auch, ich habe diese War-Config tatsächlich nur zweimal gebraucht, weil ich nur zweimal tatsächlich an Wars teilgenommen habe von unserem Clan, weil, ja, ich brauchte das nicht unbedingt. So, ich habe das gespielt zum Fun haben. Klar haben Richtig. die Wars Spaß gemacht, aber ich habe meistens dann nur an Fun Wars teilgenommen. Wo es dann nicht darum irgendwie ging, vor allen Dingen nicht, wo sie dann losgelegt haben mit ESL. Also, Ja, das, ich da ging es erinnere mich an dann, meine wo dann, wo. damals Trackmania Nations, wo es bei Aua! uns dann Richtung ESL ging. Ach, elender Geist! Denn ich muss ganz ehrlich sagen, es hat bis zu dem Zeitpunkt Spaß gemacht, bis es dann losging mit: Wir müssen jetzt trainieren, Granaten zu werfen. Wir müssen jetzt trainieren, Ja. Teamplay zu machen. Wir Und sobald müssen die das Karte jetzt müssen. auswendig lernen. Und da hatte ich dann den, war dann bei mir halt, wie gesagt, der Punkt, wo ich mir gesagt habe: Nee. Ja, nee, also dieses Müssen ist dann so. Wir haben damals ja bei Trackmania Nations auch irgendwann Richtung ESL trainiert, weil wir mehrere Teams und Clans hatten. Klar, solange das Ganze dann noch Spaß macht und damit man Wir das haben es auch aus Ganze, Fun gemacht. dass der das Ich Ganze noch hab's. halt, wie gesagt, zum Fun-Faktor macht, aber nicht dann anfängt mit, Ja, oh. das muss und das muss und das muss, Du genau. hast, glaube ich, dann noch so ein Dings in der Tasche, Was habe ich in der Tasche? Ein ne? Scoop? Nee, eine Workbench. Ich glaube, die habe ich in irgendeine Kiste hier reingestoppt. Macht nichts, dann mache ich eine neue. Weil ich Platz brauchte. Ja, Und das ist das natürlich braucht. auch schon sehr interessant. Aber wie gesagt, ich war ja auch recht skeptisch, was Battlefield anging. Früher, ich weiß nicht, warum es mich nicht gereizt hat. Keine Ahnung, ich war früher eher der Call of Duty-Spieler und dementsprechend war Battlefield für mich immer so, na ja, nee, muss nicht sein. Ja, nee, muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Aber wenn du mir die Waffe an den Kopf hältst, dann vielleicht. Ja, selbst, wie gesagt, ihr habt's ja versucht, Ja, wir du haben mit es ja, deiner also Crystal da muss du. man wirklich sagen, wir haben ja wirklich mit Engelszungen. Ach Ja. komm, ich bin gespannt, weil ich den Electros das nächste Mal sehe, werde ich mal Engelszungen machen nach dem Motto. Und hast du schon Battlefield 4? Spielst du das auch schon ganz fleißig? Mal schauen, wie er reagiert. Wahrscheinlich nicht. Genau, wahrscheinlich spielt das jetzt nicht mehr. Mal schauen, ob er sich an die vergangene Zeit erinnert. Ja, das sind immer. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe da auch die ersten Runden da, meine Güte, bin ich da am Rumnoben gewesen. Da hat man sich schon gefreut, wenn man am Ende irgendwie 2 zu 8 oder noch oder 2 zu 12 oder so rausgegangen ist.
Aber ja, es macht Spaß. Es macht Spaß. Vor allem, wenn man dann erstmal anfängt, ein bisschen besser zu werden mit der Waffe bzw. Der Klasse, die man daraus ehrlich, erwählt was hat. Was mir an Battlefield so sehr gefällt im Vergleich zu Call of Duty, ist, dass Battlefield so extrem stark auf Teamplay ausgelegt ist. Wenn du diese Großschlachtkarten hast, und da gibt's ja, ich weiß ja jetzt, wie gesagt, nicht, wie die Karten jetzt in 4 aussehen. Oh, keine Pfeile mehr. Mist. Aber, warte, ich habe hier 53. Schmeiße ich hier mal eben hinter mich. Ups. Irgendwas anderes habe ich jetzt eingesammelt? Lapis. Twilight Oak. Ach so. Ich mache hier nämlich gerade Lapisblöcke, um meine Taschen leer zu kriegen. Und wie gesagt, das ist halt die Tatsache, dass du so unglaublich dazu tatsächlich auch genötigt bist auf den großen Karten, wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt nicht einfach nur irgendein stupides, langweiliges Deathmatch spielst. Ich muss sagen, normales Deathmatch gibt's glaube ich gar nicht mehr. Oh, super. Nur noch Team-Deathmatch, Squad-Deathmatch und sowas. Und das ist Team-Deathmatch, Entschuldigung. Ja. Mist. Spiel ich an sich ganz gerne. Verdammt, die gehen da nicht rein. Kack, mein Inventar ist voll. Verdammt. Ich muss nach Hause. Ich auch. Jetzt eigentlich schon. Da kann ich. Gut, warte, ich schmeiß mal eine Runde Portal für uns beide. Wo bist du denn? Ah, alles klar. Stehst mir direkt im Gesicht. Achtung, Portal incoming. Hops. Ja, ich habe hier die ganze Zeit halt dir den Rücken vor Geistern nur so freigehalten. Gut, die Geister greifen, solange sie nicht direkt neben dir stehen, nicht an. So. Nee, aber wie gesagt, das ist halt. Es macht halt mehr Spaß, weil du halt auch gezwungen dazu bist und nicht, wie es ja leider Gottes in Call of Duty dazu verkommen ist. Ja, das, wo ich mich bei Black Ops 2 ja mal, wo wir uns mal unterhalten haben, so drüber aufgeregt habe, wo ich gesagt habe, also von Crysis 3 kenne ich das nicht. Da wird selbst Team gelaufen oder agiert größtenteils, selbst wenn es halt nicht um Teamplay geht. Ja, ne? Weil oder es halt, direkt, wie gesagt, ein Teamspiel ist. Ja. Das auch, wo ich jetzt mal so auf so einer Großmap mal eine Schlacht mitgemacht habe. Halleluja. Gut, von Fluggeräten halte ich mich ab sofort nach wie vor fern. Ich habe ausprobiert. Ich habe mir gedacht, du steigst niemals in etwas ein, was fliegt. Fahren maximal. Steht dein Heli vor mir. Du hast jetzt keine Lust, quer über die Map zu laufen. Ist hier nicht auch jemand anders, der fliegen könnte? Und du steigst einfach rein. Scheiße, du bist alleine hier. Steig ein. Ich bin ungefähr 2 Meter weit gekommen, da bin ich schon wieder abgestürzt. Ja, also Helikopterfliegen mit Maus, also ich bin ja gelernter Analogstick-Legastheniker. aber mit der Maus Helikopter steuern ist noch schlimmer als mit dem Analogstick. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war da auch mega begeistert von. Aber hey! Aber ich krieg das, aber das liegt nicht nur am Analogstick, ich krieg das ja noch nicht mal mit dem Joystick hin. Seinerzeit, als ich so ein Ding noch besessen habe. Ich bin da wirklich so, ich habe gedacht, okay, versuchst es. Wie könnte das jetzt funktionieren? Aha, mit W steigst du hoch, aha, mit der Maus steuerst du irgendwie. Ich bin so vielleicht 10 Meter über die Erde gekommen, hab dann versucht, ein bisschen nach vorne zu kommen, hab mich in der Luft auf die Seite gelegt und den Kopf übergelandet. Und hab dann gedacht, okay. Du steigst nie wieder ein, du läufst. Stylo, also ist auch schon mal, auf jeden Fall schon mal ein respektables Flugmanöver. Ja, vor allem ungewollt, ne? Das ja, stimmt, ich hab's nicht aufgenommen. Das ist das Schöne. Das war einfach, wo ich so gespielt habe und es nicht aufgenommen habe. Ja, aber aber ganz ehrlich, das ist auch meistens mein erstes Flugmanöver. Rein, hoch, oh mein Gott, verdammt, irgendwas stimmt hier, bumm, auf dem Dach liegen. Verdammt. Richtig, auf dem Dach liegen und vor sich hin büffeln, ne? Weil man so ein altes Müffelstück in dem Moment ist. Moment, ich lasse mich hier jetzt nicht als Meerschweinchen bezeichnen. nein, da spiele ich nicht mit. Und ja, die Zeiten der Anspielungen sind mal wieder gekommen. Ja, ohne geht's nicht. Ohne geht's halt nicht. Wir müssen halt uns auch mal irgendwie ein bisschen Spaß machen. Richtig. So, die könnte ich auch noch da hinten mit reinschmeißen. Kurz. Ach ja. Johnny. Ja. Ja. Und sonst muss ich sagen, was mich
bisschen positiv überrascht hat, beziehungsweise weil es nicht ganz so negativ wie bei Black Ops 2 bisher aufgefallen ist, die Spieler scheinen etwas reifer auch stellenweise zu sein. Man hat nicht auf jedem Server dieses, hey, du bist so ein Noob, du bist so ein Noob. wenn sie verlieren oder wenn sie gewinnen, weil meistens sind es ja dann, wenn sie gewinnen, sind sie am Rumschreien, was die anderen doch für Noobs sind. Und wenn sie verlieren, sind sie auch am Rumschreien, dass die anderen Noobs sind und nur deswegen gewinnen. Wenn man Noob eine ja, Runde gewinnt, wenn man Moment. Also eine Runde gewinnen, weil Noob. Das liegt am Luck. Wenn dann aber drei oder vier Runden hintereinander gewonnen werden, dann ist das kein Noob mehr, dann ist das Können. Und wenn man den ganzen Tag auf dem Server spielt und jede Runde das Team, in dem man ist, verdammt nochmal gewinnt, dann ist man ein verfickter Pro-Gamer und dann hat alles andere auf der Erhabenheit, die Schnauze zu halten. Richtig. Ha. Nicht, dass ich einer wäre, richtig. Aber ich kenne Leute, die können das. Kannte, ja. Verzeihung. Ich habe ja am ersten Tag, wie gesagt, ich habe ja am ersten Tag direkt auch den Multiplayer angespielt, wo es offiziell veröffentlicht wurde. Ich weiß nicht, ob die aus der Beta-Status ihre Stats behalten durften, was aber, glaube ich, etwas ungerecht wäre. Jedenfalls, beziehungsweise man kennt ja doch Kategorie Mega-Gamer, wie man es auch immer betiteln möchte. Da liefen dann schon welche rum. Ich war Level 2, die hatten schon Level 12 bis 18. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, habt ihr kein Leben?